Wahrscheinlich ist Ihnen die Darstellung dieser unheimlichen Figuren schon einmal begegnet. Sie sehen aus wie Figuren aus einem Steampunk-Film, aber es gab sie tatsächlich im 17. Jahrhundert. Sie sind die Pestärzte. Obwohl die Popkultur diese Ärzte mit dem berühmten Schwarzen Tod des 14. Jahrhunderts in Verbindung bringt, begannen die Pestärzte erst 300 Jahre nach dem Ausbruch der berühmten Pandemie, die Europa verwüstete, ihre ikonische Langschnabelmaske zu tragen. Das berühmt-berüchtigte Kostüm dieser Ärzte tauchte erstmals 1619 in Paris auf, kreiert von dem Franzosen Charles Delorme, der es im selben Jahr zur Bekämpfung der Pariser Pest anlegte. Berichten zufolge behandelte er die meisten Patienten während des Ausbruchs der Pest mit relativem Erfolg, da Delorme ein erfahrener Arzt war. In Venedig wurde er berühmt, als er den Dogen von einer schweren Krankheit heilte. Er wurde auch zum Leibarzt der mächtigen Medici-Familie ernannt und wurde schließlich auch der Arzt von Ludwig XIII. Seine exzentrische Kleidung machte ihn berühmt und er wurde von anderen Ärzten, Heilern und Quacksalbern nachgeahmt. Aufgrund der vielen falschen Ärzte, die diese Kostüme trugen, behaupten die Dokumente jener Zeit, dass diese Männer die armen Pestopfer, die bereits unter der Krankheit litten, nur noch mehr in Angst und Schrecken versetzten. Ihre unheimliche Präsenz machte alles noch schlimmer. Die Maske mit dem Vogelschnabel war schon von Weitem zu erkennen und löste bei den Menschen in der Nähe Angst aus. Im Schnabel der Maske befanden sich kleine Behälter, die mit aromatischen Stoffen wie Minze, Nelken oder Lavendel gefüllt waren. Man glaubte, dass dies schlechte Gerüche abwehren würde, die man für eine der Ursachen der Krankheit hielt. Doch die Pest wurde durch Rattenflöhe übertragen, die die Städte bevölkerten. Neben dem breitkrempigen Hut und dem schwarzen Gewand trugen sie einen Stock, der dazu diente, Menschen auf Abstand zu halten und Befehle zu erteilen. Die wichtigsten Behandlungsmethoden, die von den Pestärzten empfohlen wurden, waren der Aderlass und der Einsatz von Blutegeln. Doch diese Methoden waren unwirksam. Es heißt, dass die Pestärzte kaum mehr taten, als die Toten zu zählen. Aber viele strengten sich an und starben bei dem Versuch, die Seuche einzudämmen. Der berühmte Astrologe Nostradamus war Pestarzt und bekämpfte den Aderlass als Behandlungsmethode. Er hielt ihn für etwas völlig Unnützes. Zu dieser Zeit hatten die Ärzte noch keinen Zugang zu Antibiotika und sie konnten trotz aller Bemühungen wenig tun, um ihren Patienten zu helfen.